irrwitzige Gewinnversprechen mit Bitcoin, fragwürdige Chartanalysen und zehntausende Klicks. Das ist die bizarre Welt der Krypto-YouTuber. Heute für den Bitcoin- und Ethereum-Preis. Leute, die nächste Bewegung, die nächste Preisbewegung für Bitcoin und Ethereum wird höchstwahrscheinlich die Welt schockieren. Also hier wird ganz klar mit der Gier der Menschen, vor allem junger Menschen, gespielt. Auf YouTube und Insta protzten sie mit ihrem Reichtum. Leute, es wird direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs. Ich befinde mich gerade im Landeanflug nach Dubai, wie ihr hier gerade sehen könnt. 200.000 Abos bei YouTube. Und auf kritische Fragen antworten sie so. Die Leute, die an der Spitze von etwas sind, die polarisieren. Wir fragen uns, was steckt hinter den Tipps und Tricks der Krypto-Influencer und wie problematisch sind solche YouTube-Kanäle? Denn schließlich geht es am Ende doch um Geld und damit auch um eine gewisse Verantwortung. Ich habe das Gefühl, die sind alle richtig besessen von Krypto, so richtige Bitcoin-Ultras. Ich persönlich finde das ein bisschen befremdlich, das kann aber auch daran liegen, dass, wenn es um Finanzen geht, ich ein hoffnungsloser Spießer bin. Wir wollen diese Szene jetzt mal ein bisschen besser verstehen und da sozusagen eintauchen. Und dafür treffen wir jetzt Roman Rea, den Blog-Trainer. Aber bevor wir jetzt gleich in Münster ankommen und da tatsächlich mal sein Studio anschauen, gucken wir uns den mal hier an. Roman Rea ist seit 8 Jahren in der Kryptoszene unterwegs und hat ziemlich radikale Ansichten. Das konventionelle Geldsystem gehöre abgeschafft. Es gäbe nur eine Lösung. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Es ist euer Geld, es ist dezentrales Geld, es ist deflationäres Geld. Es ist Geld, was diesen Planeten zu einem besseren Ort macht. Doch der Blocktrainer warnt auch eindringlich vor dem Risiko. Betrüger hätten in der Kryptoszene leichtes Spiel. Bitcoin selbst gibt es erst seit gut 12 Jahren und dieser ganze Space ist natürlich für viele Menschen absolutes Neuland. Und genau das ist das große Problem an dieser Sache, weil zum einen kann man so sehr leicht auf Betrug hereinfallen oder generell auch auf Produkte reinfallen, die einfach noch nicht gut sind, weil das eben so ein junger Space ist. Da hat er wohl recht. Ein Bitcoin-Fan, der selbst auch kritisch gegenüber der Szene ist. Wir besuchen ihn in Münster. Und da sind wir. Roman Reas Studio, direkt über seinem Wohnzimmer. Hier nimmt er seine Videos auf, die dann 10.000-fach geklickt werden. Hier passiert die ganze Magie, das ist mein Arbeitsbereich und ja, wie gerade schon erwähnt, auch so ein bisschen Spielzimmer, ja. Alles, was wir so machen. Nicht schlecht. Sieht eigentlich besser aus als beim NDR hier bei dir. Ja. Seine Livestreams starten immer um 20.15 Uhr und beschäftigen sich mit den aktuellen Themen rund um Krypto. Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Blocktrainer-YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass schon so viele Leute vom Start aktiv sind. Wir haben ein spannendes Thema, und zwar das hier. Bitcoin-Handel in Kolumbiens größter Bank. Für den Blocktrainer ist das nicht nur ein Hobby. Er verdient natürlich an seinem YouTube-Kanal. Sei es über Spenden oder über Provisionen, die er bekommt, wenn sich ZuschauerInnen auf verlinkten Krypto-Angeboten anmelden. Dabei hat er auch schon mal auf ein hochriskantes Angebot verlinkt. Und ist später bereut. Ich habe 2019 mal vor so einer Börse gewarnt und habe da was gemacht, was im Endeffekt nicht gut war und wofür ich mich auch entschuldigt habe. Und ich habe das Video offline genommen. Ich habe davor gewarnt und habe gesagt, wenn ihr euch trotzdem anmelden wollt, ist hier mein Link. Und zu dem Zeitpunkt war mein Kanal noch super klein, ich glaube so 2000 Follower oder so. Es haben sich 20 Leute angemeldet. Ich habe an diesen 20 Leuten in dem einen Monat $1000 verdient. 20 Leuten. Ich habe den Link rausgenommen, habe mich entschuldigt, habe danach ein Video gemacht, das hieß damals Der Dreck im Crypto-Space. Dieses Video ist gemeint. Rea formuliert darin ziemlich klar, worin das grundsätzliche Problem bei vielen Krypto-Influencern besteht. Ja, man zieht sich aus der Affäre als YouTuber, als Influencer, als Beeinflusser und sagt, ja gut, ich habe euch doch nicht gesagt, ihr müsst dort investieren. Ich habe euch doch gesagt, das ist euer eigenes Risiko. Ja? Ihr müsst das wissen, ob ihr das machen wollt oder nicht. So, und an dieser Stelle ist es einfach in meinen Augen nicht fair oder auch einfach in keiner Relation dazu, zu dem, was dort verdient wird. Roman Rea machte es öffentlich. Viele seiner YouTube-Kollegen verdienen ordentlich mit, wenn sie die Leute auf irgendwelche Kryptobörsen lotsen. Und damit das auch funktioniert, machen sie ordentlich Druck. Also was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, hier bei YouTube scheint eine sehr interessante Ansprechhaltung zu herrschen. Das sieht man schon hier an den Thumbs, immer offener Mund, wildes Geschrei, viele Ausrufezeichen. Es sieht aus, als wollten die YouTuber hier Panik verbreiten. Und wenn ich das sehe, dann habe ich das Gefühl, ich müsste jetzt sofort handeln und irgendwas tun.
In ihren Videos aufgeregte Kursvorhersagen. Leute, es wird direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video hier zum Bitcoin-Kurs, denn wir haben gerade eben ein grausames Breakout nach unten aus einem Chart-Pattern gesehen, was sich tatsächlich über die letzten paar Stunden am heutigen Tag auf dem 1-Stunden-Timeframe geformt hat. Ich frage mich ja, muss der eigentlich atmen oder redet er einfach durchgängig und hat so eine Atemtechnik, wo man vielleicht redet und atmet gleichzeitig? Unter den Videos, hier etwa von Sunny Decree, geht es über sogenannte Affiliate-Links direkt zu der Kryptohandelsbörse Femex. Für jeden vermittelten Kunden kassiert er eine Provision. Daraus macht er auch kein Geheimnis. Das Video ist nicht gesponsert von Femex. Also nein, ich wurde von Femex nicht bezahlt. Aber natürlich habe ich wie immer unten einen Affiliate-Link für diesen Exchange. Das heißt, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, wenn ihr das Tutorial gut findet, wäre es natürlich mega nice, wenn ihr euch mit meinem Link anmelden würdet, falls ihr denn an der Plattform Femex interessiert seid. Okay. Kann ich mich auf die Beratungen selbsternannter Bitcoin-Experten verlassen? Wie seriös sind die eigentlich? Um das zu klären, fahren wir nach München. Hier treffen wir Saidi Solilatu, einen Journalist, der für Finanztipp arbeitet und auch YouTube-Videos macht. Der berät über alle möglichen Finanzprodukte. Und ich bin total gespannt, was der zu unseren YouTubern sagt. Ja, genau. Hallo, moin. Hallo Sebastian. In seinen Videos geht es eher um möglichst objektive Informationen. Soll ich jetzt dabei sein beim Krypto-Hype oder nicht? Verpasse ich da vielleicht die größte Renditechance meines Lebens? Finanztipp ist Teil einer gemeinnützigen Stiftung. Zwar finanzieren sie sich zum Teil auch durch Affiliate-Links, allerdings werden die vorher von der Redaktion geprüft. Unabhängigkeit spielt für sie eine immense Rolle. Zusammen mit Saidi Solilatu schaue ich mir die reißerischen Videos der Krypto-YouTuber an. Zu viel vom Portfolio, darüber reden, was das für Altcoins bedeutet, was diese nächste Preisbewegung für die Altcoins bedeutet. Natürlich werde ich auch über spezifische Altcoins sprechen. Also hier wird ganz klar mit der Gier der Menschen, vor allem junger Menschen gespielt, sozusagen gesagt wird, dass man innerhalb kürzester Zeit sozusagen reich werden kann. Risiken werden völlig verharmlost. Das ist ja auch so ein psychologischer Mechanismus, der hier an der Stelle sehr gut funktioniert. Die bekannte FOMO, Fear of Missing Out, die ist sehr stark hier. Junge Leute haben da oft nicht nur das, da spielt nicht nur die Gier eine Rolle, zu sagen, ey, ich will mein Vermögen verdoppeln, verdreifachen, wie auch immer, sondern ich könnte was verpassen, wo auch meine Peers, meine Gleichaltrigen schon sehr stark drin stecken. Ja? Das wird an vielen Stellen da gar nicht so richtig wahrgenommen, dass da natürlich Geschäftsinteressen, kommerzielle Interessen dahinterstehen. Das Attraktive wie auch das Problematische am Kryptomarkt sei, dass es kaum staatliche Kontrolle gebe. Der Kryptobereich ist ja entstanden aus einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber jeglicher Form von staatlicher Obrigkeit, gegenüber Zentralbanken und so weiter. Und deshalb ist es auch grundsätzlich dort, wehrt man sich gegen alle mögliche aufkommende Regulatorik. Grundsätzlich ist es schon eine große Spielwiese für alle möglichen grau bis wirklich schwarzen Geschichten, also wirklich dann bis in den kriminellen Bereich. Ne? Umso wichtiger, dass man sich seriöse Ratschläge holt und nicht blind auf die Renditeversprechen irgendwelcher Krypto-Influencer hereinfällt. Ich würde vor allen Dingen immer darauf achten, mit welchem Stil auch sowas präsentiert wird. Also da sollte man auch als Verbraucher ganz klar sich hören, will mir da jemand was verkaufen und präsentiert die Information total einseitig, auch übrigens die Kritik total einseitig, muss man auch so sehen, oder sagt man, man hat dann das Gefühl, dass man ja ausgewogen informiert wird. Vollmundige Gewinnversprechen, ohne auf Risiken hinzuweisen. Besonders problematisch ist das beim Hebeltrading. Dabei wird der eigene Einsatz mit geliehenem Geld vervielfacht. Die Aussichten atemberaubend. Und ich wähle hier einmal mit diesem Slide-Button hier einen 10x Leverage. Das heißt, für einen 100.000 Dollar Trade muss ich nur 10.000 Dollar von meinem eigenen Geld hineinpacken. So bekomme ich es auch hin, dann manchmal ohne Risiko solche gigantischen Positionen von 5, 6, 7, 8 Millionen Dollar aufzubauen. Das klingt ja eigentlich ganz interessant, ne? Ohne Risiko Positionen von 5, 6, 7, 8 Millionen Dollar aufzubauen. Klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein, oder? Zeit, sich das Hebeltrading mal genauer anzuschauen. Also aufgepasst. Man kann auf den Bitcoin-Kurs wetten. Steigt er oder fällt er? Wenn ich den Verlauf richtig vorhersage und entsprechend Geld darauf setze, dann mache ich Gewinne. Beim Hebeltrading kann ich meinen Einsatz vervielfachen. Wie geht das? Ich leihe mir über die Handelsplattform Geld und kann so meinen Einsatz erhöhen und entsprechend höhere Gewinne einfahren.
Allerdings, der Hebel funktioniert auch in die andere Richtung. Liege ich mit meiner Prognose falsch, ist das Risiko groß, dass neben dem eigenen auch das geliehene Geld weg ist. Dieses System promoten viele YouTuber. Und zwar mit Erfolg. Wir recherchieren jetzt ja schon eine ganze Weile und wir haben uns mit vielen Experten unterhalten. Und eins sagen wirklich alle: Hebeltrading, das ist extrem risikobehaftet. Und trotzdem wird dafür sehr viel geworben. Dementsprechend gibt es auch viele Foren, in denen sich Menschen austauschen, die damit auf die Fresse geflogen sind. Und genau so jemanden treffen wir jetzt. In Augsburg sind wir mit, nennen wir ihn Chris, verabredet. Er ist 28 und studiert noch. Er hat beim Hebeltrading Geld verloren. 2500 Euro, das klingt erstmal nicht so viel, aber für ihn war das zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel. Und das Ganze ist ihm mega peinlich. Und dementsprechend filmen wir nicht offen und wir verfremden seine Stimme ein bisschen, damit ihn dann am Ende auch niemand von seinen Kumpels erkennt. Und jetzt sitzt er vor mir. Erst hat er beim Traden klein angefangen, erzählt Chris. Hatte alles unter Kontrolle. Dann hat er begonnen, größere Summen zu wetten. Erstmal ein gutes Gefühl. Und dann wettet man auf den Kurs und dann steigt es und dann hat man 1000 Euro und 1000 Euro und 1000 Euro und oh, ich bin raus, ungefähr so und die Befreiung. Und dann kommt natürlich auch die Klatsche entsprechend wieder zurück auf den Boden der Realität. Denn durch den Hebel gewinnt er nicht nur, sondern verliert am Ende. Und zwar alles. Das hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen, so. Ich habe mich so gefühlt wie in so einem Traum, in so einer Schwebe, so. Nee. Mein Kopf hat so sozusagen in so einer leichten Betäubtheit durchgerechnet, wie lange man arbeiten muss, wie lange man hätte leben können von dem Geld, was man gerade verspielt hat. Versucht es runterzuschlucken, aber der ganze Magen dreht sich irgendwie. Sobald einem bewusst ist, es ist alles weg. Ich kann nichts tun. Es ist alles weg und ich kann es nur noch blöd gucken und es wieder reinarbeiten. Über ein Tutorial auf dem Kanal von Sunny Decree sei er via Affiliate-Link auf die Kryptobörse Femex gelangt, erzählt Chris. Von der Gebühr, die er an die Plattform zahlte, müsse auch ein Teil an Sunny Decree geflossen sein. Mein Geld ist jetzt auch in seinem neuen Sportwagen drin. Statt dass ich jetzt mir einen Führerschein davon holen kann, fährt er einen Millionenwagen oder Hunderttausende. Was auch immer, das Lamborghini, halt super Sportwagen. Also Chris ist jetzt gerade hier aus der Tür raus und ich meine, rund 3000 Euro, was er da am Ende verspielt hat, das ist natürlich viel Geld, aber für ihn war es richtig viel Geld. Ihm hat das richtig wehgetan und die Story so zu hören, das fand ich echt ein bisschen bedrückend. Natürlich versuchen wir mit Sunny Decree ins Gespräch zu kommen. Ihr erinnert euch, das ist er. Zwar warnt er in seinem Video kurz vor dem risikoreichen Hebeltrading. Dann noch eine allgemeine Warnung: Trading oder im speziellen Leverage Trading ist definitiv nicht für Anfänger geeignet. Also man sollte da schon wirklich wissen, was man tut. Aber nur um danach ein Anfänger-Tutorial für genau die Börse zu machen, auf der Chris sein Geld verloren hat. Sie sieht doch erstmal die E-Mails durch. Wir erreichen Marco B., so heißt Sunny Decree wirklich, telefonisch. Ein Interview will er uns nicht geben. Stattdessen schreiben wir eine Mail und kriegen auch schnell Antwort. Zwei Sätze finde ich ganz sehr interessant. Und zwar, klar kann man hier von der ethischen, moralischen Seite aus argumentieren, dass dies zu Verlusten führen kann und für die Mehrheit auch wird. Genau wie man solche ethischen und moralischen Fragen bei einem Casino oder McDonald's stellen kann. Nach meiner vierjährigen Erfahrung kann ich klar sagen, es sind massive Gewinne mit Hebeltrading realisierbar, jedoch nur für die Besten. Genau wie 90% aller Startups wieder schließen, würde ich sagen, dass ca. 90% der Menschen, die Trading ausprobieren, wieder davon ablassen sollten oder werden. Ja, so wie Chris zum Beispiel. Auch andere YouTuber, die risikoreiche Geschäfte promoten, haben wir angefragt. Sie haben nicht geantwortet. Es gibt aber auch YouTuber, die sehr gern mit den Medien reden und darüber hinaus nicht nur Zehntausende, sondern Hunderttausende Klicks bei YouTube holen. Julian Hosp ist in der deutschsprachigen Krypto-Community derjenige mit dem größten YouTube-Kanal, 200.000 Abonnenten. Und auch bei ihm geht es ums große Geld. Vorausgesetzt, man hat das richtige Mindset, um reich zu werden. Von 0 auf 100 Millionen in 12 Jahren. Der Punkt ist, wer ist bereit, das zu tun? Wer ist bereit, die Opfer zu bringen?
Und wenn du die erste Million hast, dann ist es total, also wirklich total um ein Vielfaches leichter, auf die 2 Millionen, auf die 3 Millionen, auf die 10 Millionen zu kommen. Die Ansprechhaltung nicht ganz so schrill. Fakt ist aber, auch Julian Hosp möchte etwas verkaufen. Und zwar sein eigenes Unternehmen, Cake DeFi. Die Plattform verspricht ihren AnlegerInnen Gewinne durch Investitionen in Kryptowährungen. Hosp verspricht ganz selbstverständlich sehr hohe Renditen. Die Renditen dort reichen manchmal von 5%, gehen rauf auf 70, 80, 90%, hängt eben vom Coin ab und ja, ist extrem transparent, extrem nachhaltig, ein unglaublich schönes Einkommen. Würde ich dir absolut empfehlen, dass du dir das ganze Staking anschaust. Verkaufen kann er. Erste Erfahrungen damit sammelt er bei der Firma Lioness, die über Jahre hinweg ein Schneeballsystem vermarktet hat. Viele Leute haben Geld verloren. Danach ist er Mitgründer einer Firma. Die sammelt Millionen ein, um als Produkt eine Kryptokreditkarte rauszubringen. Ohne Erfolg. Viele Anleger fühlen sich bis heute betrogen. Was also ist von seinen vollmundigen Versprechen zu halten? Wir fragen nach einem Interview. Julian Hosp wohnt inzwischen nicht mehr in Europa, sondern in Singapur. Dementsprechend verabreden wir uns via Skype. Wie würden Sie selber denn Ihren YouTube-Kanal beschreiben? Was machen Sie da in erster Linie? Ich rede ganz klar eindeutig über Bitcoin, Kryptowährungen, über meine Investmententscheidungen, wie ich den Markt zurzeit so ein bisschen sehe. Ich versuche, Leute ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ich bin jemand, der sehr transparent vor allem meine Erfahrungen, meine Entscheidungen vor allem auch präsentiert. Was er aber auch tut, seiner Followerschaft etwas verkaufen. Und zwar ein Finanzprodukt mit sehr hohem Risiko. So hoch, dass er in seinen AGB schreiben muss, dass die Kunden ihr Geld auch jederzeit verlieren können. Das ist für mich, klingt das erstmal nach einem Widerspruch. Nee, weil ich meine, Kryptowährungen sind volatil. Was soll ich da machen? Ich kann keine Rendite auf Dollar versprechen. Wenn jemand damit nicht umgehen kann, dann würde ich ganz klar sagen, ey, geh auf die Sparkasse, zahl deine 0%, zahl 0,1% Zinsstrafgebühr oder 1% oder mach deinen Bausparer. Wir haben uns bei der deutschen Finanzaufsicht BaFin nach Julian Hosp erkundigt. Kurz darauf meldet die, sie ermittelt gegen Cake DeFi wegen unerlaubter Geschäfte. Weil die nämlich keine Erlaubnis haben, hierzulande Finanzdienstleistungen anzubieten. Dabei hat Julian Hosp gerade letztes Jahr noch großspurig angekündigt, Deutschland ist einer unserer Kernmärkte und daher peilen wir auch an, dass wir den überwiegenden Anteil an neuen Kunden in Deutschland gewinnen können. Davon will er im Interview plötzlich nichts mehr wissen. Ich würde mal sagen, es sind alle einwohnerstarken Märkte, es sind wichtige Märkte. Unser Ziel ist natürlich, dass der Großteil der Deutschen Cake kennt. Aber für uns ist jetzt nicht irgendwie Deutschland ein wichtiger Markt als irgendwelche anderen. Ich habe jetzt mit relativ vielen Expertinnen und Experten gesprochen und der ein oder andere sagt dann schon, wenn es um Julian Hosp geht, roll ihn mit den Augen. Können Sie das nachvollziehen? Ja, aus dem ganz einfachen Grund, dass die meisten Leute immer ein Problem mit erfolgreichen Leuten haben. Und ich glaube, dass einfach bei vielen Leuten auch viel Eifersucht mitschwingt. Ich glaube, dass viele Leute einfach da sitzen, ein Problem damit haben, dass ich, der wirklich null Zeit mit YouTube verbringt, den größten YouTube-Kanal hat, dass wenn ich auf einem Event spreche, dass die ganzen Leute kommen, dass wenn ich eine Meinung zu Sachen habe, die total unpopulär ist, dass das die Leute nicht mögen. Die Leute, die an der Spitze von etwas sind, die polarisieren. Und weil Julian Hosp an der Spitze ist, taucht er nicht nur bei YouTube, sondern auch in vielen Medien auf. Wirtschaftswoche, Manager-Magazin, Deutsche Welle, Handelsblatt, FAZ, manchmal mit fehlender Einordnung. Wie hier zum Beispiel bei Tagesschau.de. Hier wird Julian Hosp als Blockchain-Experte und Berater zahlreicher EU-Arbeitsgruppen vorgestellt. Hier sagt er noch im letzten Jahr, mich persönlich würde es auch nicht wundern, wenn Bitcoin die magische 100.000-Dollar-Marke bis Weihnachten knacken würde. Gute zwei Monate später steht der Bitcoin bei knapp 38.000 statt 100.000. Oder hier zum Beispiel bei Focus.de. Hier heißt es gleich Focus-Online-Experte Julian Hosp. Bei beiden Beispielen rät er zu einem Investment in Kryptowährung. Kein Wort über seine Vergangenheit oder darüber, dass er natürlich extrem investiert ist in Kryptowährungen. Wir haben natürlich bei Focus Online und bei Tagesschau.de angefragt. Focus Online hat uns nicht geantwortet, Tagesschau.de wiederum schon. Und zwar, wir haben ihn nicht als Unternehmer, sondern als Experten und Buchautor befragt. Und außerdem, im Artikel gibt es keine werblichen Äußerungen von Herrn Hosp zu seinem Unternehmen.
und konnten sie sich ein bisschen. Wir sprechen mit der Finanzjournalistin Birgit Haas. Würde sie Julian Hosp als Experten interviewen? Als Folter auch mir das anzuschauen. Ich will ihn auf keinen Fall einladen. Er ist der Vertreter eines Unternehmens, das stark davon abhängt, dass Kryptowährungen und alles, was damit zusammenhängt, erfolgreich ist. Deswegen ist er nicht unabhängig und deswegen ist er für mich kein Experte, der Pro und Kontras für mich ausgewogen darstellen kann. Das Thema Krypto sei noch relativ jung. Dementsprechend fehle in der ein oder anderen Redaktion noch das Know-how und es sei schwer, überhaupt objektive Informationen zum Thema zu finden. Die Informationen sind meistens interessensgeleitet, weil sie eben aus diesen Unternehmen kommen, die diese Welt auch mit aufbauen. Und das führt dazu, dass man natürlich sehr viele positive Informationen bekommt und negative oft auch an den Rand geschoben werden oder heftig widersprochen wird, zum Teil auch mit Argumenten, die gar nicht so valide sind. Wir haben uns in den letzten Wochen viele YouTube-Videos angeguckt. Einige waren informativ, viele wollten einfach was verkaufen. Finanzprodukte mit hohem Risiko. Und zwar häufig zu ihren Gunsten. Als Journalist muss ich das einordnen können. Aber es kommt auch aufs Publikum an. Will der YouTuber, den ich mir da anschaue, vielleicht noch etwas anderes, außer mich zu informieren? Bleibt kritisch. In diesem Sinne, wenn euch der Film gefallen hat oder auch nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten lasst gern ein Abo oder ein Like da.